Herkese iyi akşamlar. Hallo, schönen guten Abend. Sizlerle bugün burada olmaktan ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten... Ich freue mich, mit Ihnen hier zu sein und ich freue mich über das Interesse an unserer Veranstaltung. Ich möchte zunächst einmal ein paar Menschen danken, die die Veranstaltungsreihe Inside NSU durchführen und entwickelt haben. NSU Watch, der RAV, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, außerdem auch vor allen Dingen für die heutige Veranstaltung möchte ich dem TBB, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rolf-Stiftung danken. Jetzt noch ein paar technische und organisatorische Punkte. Wir machen heute Abend simultane Verdolmetschung. Sie können auf Kanal 1 Deutsch hören, auf Kanal 2 Türkisch. Ich möchte mich auch bei den DolmetscherInnen bedanken, die uns heute unterstützen. Wir haben zunächst einmal die eigentliche Podiumsdiskussion und dann aber eine Diskussion mit Ihnen allen, die aber nicht hier enden soll, sondern sich dann weiter noch im Café fortspinnen soll, wo Sie vielleicht noch eingehendere Detailfragen bei einem kleinen Happen diskutieren können. Und ein letztes noch. Wir nehmen die Veranstaltung auf. Vielen Dank an Autofokus für die Videoaufnahmen. Wenn Sie dann eine Frage stellen wollen und dabei nicht aufgenommen werden möchten, dann sagen Sie das bitte, bevor Sie Ihre Frage stellen. Vielen Dank. Unsere Veranstaltungsreihe Inside NSU beschäftigt sich mit dem NSU-Verfahren und den vielen Fragen, die immer noch nicht aufgeklärt worden sind. Wir möchten Antworten suchen mit dieser Veranstaltungsreihe Inside NSU. Wir haben angefangen mit dem Beispiel Großbritannien, dann weitergemacht mit dem Beispiel Irland. Heute haben wir aus der Türkei den Anwalt Hakan Bakircioğlu eingeladen. Herzlich willkommen, Hakan. Hakan Bakircioğlu ist für den am 19. Januar 2007 vor seiner Redaktion der Argos-Zeitung ermordeten Hrant Dink als Anwalt der Nebenklage tätig für die Familien von Hrant Dink. Das war eine zweisprachige armenisch-türkische Zeitschrift, die sich für die Verständigung der Völker eingesetzt hat und die Diskussion über den armenischen Genozid durch Dialog beilegen wollte. Dieser Dialogversuch sollte laut Hrant Dink ohne Nationalismus anzufachen fruchten. Er ist leider aufgrund dieser Ansichten ermordet worden. Und ich möchte an erster Stelle Hakan Bakircioğlu fragen, was hat denn jetzt die Ermordung von Hrant Dink eigentlich eingeleitet? Wie ist es dazu gekommen als Prozess? Also Sie haben es eigentlich schon gesagt, Hrant Dink war dafür, die armenische Frage, den Genozid als eine Frage zu behandeln, ohne Feindschaft, ohne Nationalismus zu schüren. Seit 1996 hat er eine zweisprachige armenisch-türkische Zeitschrift herausgebracht, Argos, und versucht sich eben auch an die türkische Öffentlichkeit zu wenden mit armenischen Themen. Er hat die armenische Frage sehr öffentlichkeitswirksam
auf die Tagesordnung gebracht. Und das hat sehr viele Leute gestört und unruhig gemacht. Im Februar 2006 hat er einen Artikel darüber veröffentlicht, dass Rabia Gökçen, die Adoptivtochter von Mustafa Kemal Atatürk, ein armenisches Waisenkind gewesen sei. Und diese Veröffentlichung in Argus selbst hat erstmal nicht so viel Wellen geschlagen, aber dann hat eine türkeiweit erscheinende große Zeitung sich eben dieser Nachricht angenommen und darüber berichtet, dass Argus darüber berichtet habe, dass Sabiha Gökçen eine Armenierin gewesen sei. Und am nächsten Tag, das heißt am 22. Februar 2004, hat der Generalstab der türkischen Armee eine sehr harte Presseerklärung gegen Hrant Dink verfasst. Und kurz darauf wurde Hrant Dink vorgeladen zu einem Gespräch zum Gouverneursamt von Istanbul, in den Ermittlungen wurde gefragt, ob jemals zuvor ein Gouverneur einen Journalisten vorgeladen hätte, aufgrund einer Nachrichtenmeldung. Das war nicht der Fall. Das war das erste Mal, dass das passiert ist, als eben Hrant Dink zu diesem Gespräch geladen wurde im Februar 2004 und er beim Gouverneur auch mit zwei Vertretern des türkischen Geheimdienstes, MIT, konfrontiert wurde. Er wurde eigentlich, so berichtete er, in diesem Gespräch ermahnt, seine Grenzen nicht zu überschreiten, wenn er keine Konsequenzen erleben wollte. Am 26. Februar 2004 gab es dann eine Anzeige gegen Hrant Dink aufgrund der Beleidigung des Türkentums, Paragraph 301, wegen eines Satzes in einem seiner Artikel. Und am 26. Februar hat ebenfalls eine Aktion von türkischen Nationalisten vor dem Redaktionsgebäude der Argos stattgefunden. Das heißt, wir haben folgenden Ablauf. Zunächst einmal die Nachricht in der Argos, dann deren Republikation in einer großen Zeitung, dann die Vorladung zum Gouverneursamt, dann eben eine Anzeige aufgrund eines anderen Tatbestandes, eines anderen Artikels und eben fast zeitgleich darauf eine Aktion von Nationalisten vor dem Zeitungsgebäude. Es kam dann eben zu einem Verfahren gegen Hrant Dink. Und Gutachter haben gesagt, dass in dem betreffenden Artikel von Hrant Dink kein Tatbestand der Beleidigung des Türkentums vorgelegen habe, nach § 301. Und letztlich wurde dann vor dem Kassationsgericht das dann auch kassiert und es wurde gesagt, dass tatsächlich keine Beleidigung des Türkentums vorgelegen habe, aber diese Kassation wurde nicht angenommen. Sie kam nicht durch. 2006 hat Reuters über Hrant Dink berichtet, was wieder mal zu einer Anzeige geführt hat, wieder unter 301, Beleidigung des Türkentums. Und dann gab es noch ein weiteres Verfahren und all diese wurden von nationalistischen Gruppen aufgegriffen, um eben Aktionen gegen Hrant Dink und gegen Argos zu machen. Es wurden Mitarbeiterinnen bedroht in und vor dem Gebäude und es gab natürlich in der nationalistischen Presse eine Menge von Schmähartikeln und beleidigenden drohenden Artikeln. Das ist also der Vorlauf des Prozesses um Hrant Dink. Okay, wir haben nach dem Mord gehört von den staatlichen Stellen, dass es kein politischer Mord gewesen sei, dass vor allen Dingen keine organisierte Kraft dahinter gestanden habe, sondern nur ein einzelner jugendlicher verwirrter Nationalist. So hieß es. Später aber wurde klar, dass
verschiedene staatliche Stellen, Polizei, Geheimdienste und Verwaltung vorher wussten von Mordplänen gegen Hrant Dink durch rechtsnationalistische, extremistische Gruppen. Es gab diese Pläne, sie konnten belegt werden. Welche Rolle also haben die staatlichen Stellen hier gespielt? Ja, kurz nachdem das Verfahren zum Mord gegen Hrant Dink eröffnet worden ist, wurde eben gesagt vom Istanbuler Polizeipräsidium, dass es keine Organisation gegeben habe, die hinter diesem Mord gestanden habe. Nun, es ist aber ein politischer Mord, der auf eine unglaubliche Organisiertheit zurückweist. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, wie präzise das alles vorbereitet und organisiert wurde. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat das Verfahren geleitet und in diesem Mordverfahren haben sie es versäumt, bis 2004 zurückzugehen und diesen Prozess aufzurollen. Es ist trotzdem gelungen, folgende Fakten festzustellen im Rahmen der Ermittlungen. Es gab eben Verfahren gegen Hrant Dink, die ihn in der Öffentlichkeit bekannt gemacht haben und ihn auch dämonisiert haben. Das heißt, es gab ein hohes Risiko, dass Anschläge auf ihn verübt werden konnten. Es gab eine Menge von Drohanrufen und Drohschreiben an die Argos. Das war bekannt. Am 15. Februar 2006 wurde in Trabzon, das ist eine Provinz der Türkei, von Polizisten festgestellt, dass es Mordpläne gäbe gegen Hrant Dink. Das wurde aufgenommen in den Polizeiakten in Trabzon. Und das wurde eben schriftlich festgehalten, 11 Monate bevor der Mord tatsächlich geschehen ist. Und so wie das eben sein soll, in der Türkei wurde dieses Wissen darüber, die Information darüber, dass ein Mordanschlag auf ihn verübt werden sollte, von der Polizei in Trabzon an das Polizeipräsidium in Istanbul weitergeleitet. Und es wurde ebenso darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Mordpläne eben die Täter Informationen über Hrant Dinks Arbeitsplatz und Wohnort gesammelt hätten. Die zuständigen Polizeistellen in Istanbul und auch in Ankara wussten also, das lässt sich nachweisen, von diesen Mordplänen im Vorhinein. In Trabzon gibt es auch noch die Gendarmerie und deren Mitarbeiter haben im Juli 2006 Informationen darüber erhalten, dass es diese Mordpläne gab und die haben sie auch ihren Vorgesetzten, also militärischen höheren Dienstgraden, weitergeleitet. Im Juli 2006 wussten also Gendarmerie-Offiziere in Trabzon von diesem Plan einer organisierten Gruppe. Sie haben weder irgendetwas gegen diese organisierte Gruppe unternommen, noch haben sie Personenschutz angefordert. Es gab also eine Organisation, gegen die hätte vorgegangen werden müssen, es hätte eine Operation gemacht werden müssen, um sie unschädlich zu machen. Und er hat ja auch in Istanbul gelebt, polizeilich bekannt. Das heißt, das Gouverneursamt und die Polizei hätten Personenschutz für ihn und für die Zeitschrift Argos bereitstellen müssen. Obwohl eben alle diese Informationen klar vorlagen, ist all das nicht passiert. Das ist heute ganz klar. Und wir haben als Nebenklage von Anfang an gesagt, dass die staatlichen Stellen in diesem Mordfall eine große Verantwortung tragen, weil sie fahrlässig gehandelt haben. Sie haben bewusst
nichts gegen diese Terrororganisation unternommen und auch keinen Schutz für Hrant Dink organisiert. Ich habe vorgezogen, Entschuldigung, die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat vorgezogen, nichts zu machen gegen die staatlichen Stellen und nichts zu unternehmen, um die Verantwortlichen dieser Organisation, deren Spuren auch nach Istanbul führten, auf irgendeine Weise eben ins Visier zu nehmen. Es wurde lediglich einer der, wurden 18 Personen, die auf der untersten Ebene dieser Organisation tätig waren, ins Visier der Ermittlungen genommen. Das heißt, das war ein sehr, sehr enger Rahmen, der dann auch in die Anklageschrift aufgenommen wurde. Alles das, was wir eigentlich verhandelt wissen wollten vor dem Gericht, wurde nicht aufgenommen in die Anklageschrift. Es hat sich niemand dann über diesen engen Rahmen der Anklageschrift hinausgewagt im Verfahren. Und unsere Forderungen zu einer Ausweitung der Ermittlungen wurden sehr konsequent zurückgewiesen. Ja, vielen Dank, Hakan. Jetzt möchte ich mich kurz an Carsten Ilius wenden, unseren zweiten Gast. Er ist Anwalt der Familie von Mehmet Kubaschuk, der am 4. April 2006 in Dortmund ermordet wurde, und er ist Anwalt der Nebenklage im NSU-Verfahren in München. Carsten Ilius, ich möchte Sie Folgendes fragen. Hakan Bakıcıoğlu hat uns erzählt davon, dass der Staat eine Rolle gespielt hat in einem organisierten Mord, dass es da eben Verbindungen gegeben hat zwischen den Tätern und staatlichen Stellen, auch im NSU-Verfahren, das ja noch läuft. Kann man, ähnlich wie Hakan Bakıcıoğlu das gesagt hat, eine Menge ähnliche Fragen stellen? Die werden ja auch gestellt nach strukturellem und institutionellem Rassismus in den Sicherheitskräften. Es geht um Beziehungen zwischen rechten Tätern und staatlichen Stellen, und all diese Fragen werden weiterhin sehr rege diskutiert im NSU-Verfahren. Wie sehen Sie dieses Verfahren und wie sehen Sie die Rolle des Staates bei diesen Morden? Ja, danke sehr. Sie versuchen mich kurz zu fassen, weil Hakan ja auf jeden Fall natürlich im Mittelpunkt und Hauptreferent ist. Ich will zwei kurze Anmerkungen dazu machen. Hakan, also die Anwälte der Familie Dink, sind natürlich in der Türkei, wie Hakan das geschildert hat, was das Wissen über die Verantwortung und das, was Daniel Holder in der letzten Veranstaltung Collusion genannt hat, also sowas wie eine aufeinander bezogene, nicht unbedingt absprachemäßige Zusammenarbeit zwischen Faschisten oder Nazis und Sicherheitsdiensten, sehr viel weiter, als wir das beim NSU sind. Beim NSU kann man diesbezüglich in weiten Teilen bisher nur Thesen aufstellen, die sich allerdings zunehmend besser bebildern und belegen lassen. Ich will das ganz kurz von der Perspektive unserer Familie, die wir vertreten, der Familie Kubaschuk, aufmachen. Wenn man das von der Familie Kubaschuk aus betrachtet, die staatliche Verantwortung, dann ist natürlich, das wäre das erste Interesse, was die Familie Kubaschuk interessiert, zu fragen, wenn der Staat anders gehandelt hätte, wäre dann Mehmet Kubaschuk noch am Leben? An der Frage kann man sozusagen die beiden entscheidenden Probleme, die Özge angesprochen hat, aufmachen. Erstens den institutionellen Rassismus, wenn man sagen muss, hätten die Behörden in Köln den Kolbstraßenkomplex nicht so rassistisch ermittelt, wie sie ihn ermittelt hätten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie den NSU hätten aufdecken müssen. Dann wäre Mehmet Kubaschuk 2 Jahre später nicht ermordet worden. Das ist der erste Punkt. Darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, auf den institutionellen Rassismus. Das ist ja sehr vertieft schon diskutiert. Der zweite Punkt ist
die Zeit in Chemnitz, 98 bis 2000, da spricht, gehört zur These und zur Erzählung, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, zur sogenannten Erzählung, würde ich sagen, der Generalbundesanwaltschaft, der BAW, da ist die These, sie seien untergetaucht. Unsere Gegenthese ist, die sind umgezogen. Die sind umgezogen, nicht untergetaucht, sondern umgezogen in ein Nazidorf, in ein großes Nazidorf namens Chemnitz. Und das will ich ganz kurz an einem Zeugen, den wir vor zwei Wochen gehört haben, versuchen deutlich zu machen. Das ist Henrik Lasch. Henrik Lasch ist wahrscheinlich mit der entscheidende Hintermann der Chemnitzer Szene in den 90ern und möglicherweise noch immer. Henrik Lasch besitzt den Zugang zu der für die Nazi-Szene wichtigen Infrastruktur. Der ist nämlich Eigentümer des Nazi-Klamottenladens in Chemnitz, Backstreet Noise, und ist Inhaber gewesen des Nazi-Labels in der Gegend, eines der wichtigsten Nazi-Labels bundesweit. Das hat er möglicherweise nur als Hintermann weiterbetreibend an jemanden abgegeben 2003. Beide Geschäfte sind noch immer im selben Gebäude untergebracht. Dort trifft sich die Szene Chemnitz, dort traf sich die Szene Chemnitz auch in den 90ern. Zugleich ist Henrik Lasch einer der drei Führungspersonen, der Chemnitzer Führungspersonen, wovon wir jetzt ausgehen inzwischen, von Blood and Honor in Chemnitz, der wesentlichen Unterstützerstruktur des NSU. Dieser Henrik Lasch, und jetzt komme ich zu der Frage so dieser Collusion oder Zusammenarbeit und zur These, dieser Henrik Lasch hat zugegeben, dass er gemeinsam mit Mundlos ein Skinsen-Motiv entwickelt hat, das sie gebraucht haben für Aufkleber, für T-Shirts. Die T-Shirts hat er zugunsten von Uwe Mundlos verkauft und die Einnahmen weitergegeben und so weiter. Dieser Henrik Lasch war seit 1995 nach eigener Darstellung mit Mundlos eng befreundet. Der sagte in der Verhandlung vor zwei Wochen, für ihn hätte sich nach dem sogenannten Untertauchen 98 in der Beziehung zum Mundlos nichts geändert. Das heißt, was heißt das? Die sind weiter in dieselbe Stammkneipe miteinander gegangen nach dem sogenannten Untertauchen. Die sind weiter zusammen in der Gruppe von 30, 40 Leuten, das ist der größere Freundeskreis, im Großen und Ganzen grillen gegangen miteinander nach dem sogenannten Untertauchen. Die sind miteinander Fahrrad gefahren, haben sich in Wohnungen getroffen und so weiter. Ja? Das ist deswegen wichtig, weil wir ja wissen, dass die Szene von V-Leuten durchsetzt war. Was wir noch nicht wissen, ist, was die sächsischen V-Leute in der Szene in Chemnitz waren, weil Sachsen so eine Art nordkoreanischer Informationspolitik betreibt und deswegen wir quasi im Prinzip überhaupt keine Ahnung haben, was die für V-Leute hatten in der Zeit in der sächsischen Szene. Aber dass sie welche hatten, wissen wir. Ich war selber in Leipzig in der Zeit in den 90ern und weiß wieder, wie eng der VS Überwachungstätigkeit betrieben hat in Sachsen. Jetzt muss man sich ist das eben genau der entscheidende Ansatzpunkt für unsere These, die wir bisher eben nicht wie Hakan belegen können. Und die These ist, möglicherweise sächsische VS, möglicherweise der thüringische VS, möglicherweise auch das thüringische LKA, eben wie bei Hakan schon beschrieben, verschiedene Sicherheitsdienste, nicht der Staat, sondern verschiedene Sicherheitsdienste, möglicherweise mit Wissen voneinander, möglicherweise nicht mit Wissen voneinander, haben ein Experiment gemacht. Dieses Experiment heißt, wir schauen mal, was passiert, wenn in den sehr nazidichten 90er Jahre drei Nazis in den Untergrund gehen. Und guck mal, wie läuft das so. Und dann schauen wir uns an und sehen zu, was wir für Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist die These. Wenn die These stimmt, dann ist das die Verantwortung für den, steht das in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tod an Mehmet Kubaschik natürlich auch all der anderen Opfer. Dann wäre die These, wenn sie das Experiment nicht gemacht hätten, würde er noch leben. Dies können wir bisher nicht belegen, allerdings ist, und das, wie gesagt, ist dann auch der Abschluss hier des Teils. Allerdings ist eben diese Tatsache, dass einer der wichtigsten Hintermänner der Szene, der alle kannte, alle aus dem Umfeld und der alle Unterstützer kannte, von denen wir wissen, der in der einzigen Befragung, die das BKA bis ihm gemacht hat, was auch interessant ist, dazu komme ich später noch, ich will ein bisschen bei Lasch bleiben nachher, der in der einzigen Befragung, die das BKA mit ihm gemacht hat, zu allen wichtigen Unterstützern gefragt wurde und bei allen gesagt hat, kenne ich.
kenne ich, das ist der und der, den kenne ich seit dem und dem Zeitpunkt. Das heißt, er war eine zentrale Person. Dieser Typ sagt, wir haben das alles nach 98 weitergemacht bis 2000 in den ersten Jahren des sogenannten Untertauchens wie zuvor. Wenn das so ist und das stimmt und gleichzeitig aber der Staat in Form verschiedener Sicherheitsdienste behauptet, die seien untergetaucht, dann klingt das absurd. Das Interessante ist, und dazu komme ich dann sozusagen im nächsten Teil, ist, dass das alles, auch diese Aussage von Lasch, relativ wenig in den Medien beleuchtet wurde und nicht, wie ich gedacht hatte, möglicherweise, oder wir gedacht haben, möglicherweise als kleiner Wendepunkt in der Betrachtung von Chemnitz gesehen wird, weil das die Erzählung, die inzwischen aufgebaut wurde, leider nicht weiter stört bisher. Ja? Deswegen sind wir eben an einem ganz anderen Punkt als bei aller Unvergleichbarkeit in vielerlei Hinsicht, einen ganz anderen Punkt als die Anwälte der Familie Dink, weil wir bisher eben nur solche Thesen aufstellen können, wenn auch zunehmend mit Hintergrundmaterial ausgestattet. Teşekkürler. Vielen Dank. Sowohl Carsten Elias als auch Hakan Bakıncıoğlu haben angesprochen, dass in beiden Mordbeispielen zu sagen ist, diese Morde hätten verhindert werden können. Sie sind nicht verhindert worden. Es mussten Menschen leiden. Herr Bakıncıoğlu, welche Hindernisse haben Sie denn überwinden müssen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens und was haben Sie getan, um diese Hindernisse zu überwinden? Also, diese Informationen. Im Moment hat der Dolmetscher ein Problem mit dem Mikrofon. Jetzt geht es wieder. Ich bin wieder bei Ihnen. Wir haben vom Anfang an gesehen, dass die staatlichen Stellen sehr viele Informationen haben, dass eben auch der nationale Sicherheitsdienst MIT, der Geheimdienst, in seinen Archiven Informationen hat zu sämtlichen Verfahren gegen Hrant Dink. Wir haben gesagt, all diese Akten müssen uns vorgelegt werden. Das ist aber nicht geschehen. Es gab zwei grundlegende Dokumente, die in die Akten eingegangen sind. Und es hätte aber davon ausgehend eine Menge weiterer Dokumente geben können, die in die Akten hätten aufgenommen werden müssen. Es wurden aber die Archive der einzelnen Institutionen überhaupt nicht bemüht. Es hätte bei dem Polizeipräsidenten in Istanbul hätte ermittelt werden müssen gegen Menschen im Polizeipräsidium, aber leider war das genau die Institution, die diese Ermittlungen geführt hat. Es wurden also Menschen mit den Ermittlungen beauftragt, die zunächst involviert waren und dann eben diesen Fall aufklären sollten. Das heißt, wir haben später die Unterschrift dieser gewissen Person gefunden, als wir Briefverkehr mit der Institution dieser geheimdienstlichen Stelle aufgenommen haben. Das heißt, die Verantwortlichen für den Mord an Hrant Dink haben gleichzeitig die Ermittlungen geleitet in diesem Mordfall. Ich gebe Ihnen noch zwei Beispiele. Es wurden gegen Mitarbeiter des Geheimdienstes in Trabzon Ermittlungen eingeleitet. Wir hatten da einen Offizier und einen Sergeant. Und der Staat hatte die Möglichkeit bekommen, Informationen zu
ändern, dadurch, dass eben die verantwortlichen Individuen in den Ermittlungen involviert werden. Wir haben gefordert, dass diese Menschen aus den Ermittlungen abgezogen werden. Das ist nicht geschehen. Sie durften weiter diese Ermittlungen führen und das ist sehr, sehr interessant. Die haben beide dann noch Karriere gemacht, die sind beide aufgestiegen in ihren Dienstgraden. Das heißt, es ist jetzt sehr, sehr schwer, gegen diese Menschen überhaupt noch zu ermitteln. Wir haben keinen Zugang zu den staatlichen Archiven, zur Aktenlage. Die Archive wurden quasi neu geordnet von diesen Personen. Und alle Akten, die wir sehen konnten, sind für uns eigentlich verdächtig. Das sind alles Akten, die wir hinterfragen müssen. Um Ermittlungen gegen staatliche Stellen oder Personen führen zu können, darauf werde ich später eingehen, haben wir einiges an schwierigen Hürden überwinden müssen. Wir haben uns an den Europäischen Menschenrechtshof gewandt und nach vielen Jahren haben wir es dann geschafft, dass eben auch gegen Beamten ermittelt werden konnte. Das werde ich später erzählen. Aber die Staatsanwaltschaft selbst hat nichts getan, um Ermittlungsverfahren einzuleiten gegen irgendwelche öffentlichen Bediensteten. Sie haben nicht erlaubt, dass das gesteht. Und die Personen, die unter Verdacht standen, waren die gleichen, die uns mit den Akten beliefert haben. Und sie haben die Möglichkeit gehabt, den Aktenbestand nicht nur zu sichten, sondern eben neu zu ordnen. Und wir haben immer noch keine vollkommene Einsicht in diese Unterlagen. Ja, vielen Dank. Carsten Ilyas. Hakan Bakırcıoğlu hat verschiedene Probleme angesprochen, zum Beispiel, dass man nicht an Akten rankommt. Das Problem haben ja auch Sie als Nebenkläger im NSU-Prozess. Sie haben sich ja auch schon des Öfteren beschwert darüber, dass Sie nicht an Akten rankommen. Vieles wird eben unter dem Label der Geheimhaltung der Öffentlichkeit und Ihnen vorenthalten. Es wurden bis heute auch noch keine Beamten oder anderen staatlichen Bediensteten vorgeladen in diesem Verfahren. Welche Probleme haben Sie in der Hinsicht? Es gibt unglaublich viele Probleme. Ich will zwei rausgreifen. Ganz kurz zum Verfassungsschutz, weil ich nochmal auf ein unglaublich skandalöses Interview eingehen will, was Herr Maaßen, der VS-Chef, relativ neue VS-Chef, gegeben hat. Der Anknüpfung war ursprünglich Islamismus, aber wie es dann so passiert, ist man auch beim NSU gelandet. Bei dem Interview ist er gefragt worden, die heftige Kritik, ich lese das mal kurz vor den Abschnitt, weil ich das bezeichnend finde. Die heftige Kritik an ihrer Behörde reißt aber nicht ab. Nicht nur Parlamentarier, auch die Ombudsfrau der Regierung für die NSU-Frau Barbara John, die im Übrigen, der man wirklich extrem zugutehalten muss, finde ich, dass sie sich ganz dem Sachstand gemäß unglaublich radikalisiert hat in den letzten 3 Jahren. Die war sehr, sehr viel staatstreuer und staatsnäher, meiner Auffassung nach, als sie angefangen hat. Und gibt inzwischen Äußerungen von sich, die ich finde, die man ihr 3 Jahre vorher, zumindest ich schätze die sehr jetzt so, nicht zugetraut hätte. Also eine der wenigen, die sich dem Sachstand gemäß sozusagen aus der politischen Führungsspitze oder ehemaligen Führungsspitze mitentwickelt haben. Ja. Als äußerte sich, also wiederum diese besagte Barbara John äußert sich entrüstet. Der Vorwurf, ihr Amt werde dem Versprechen der rückhaltlosen Aufklärung nicht gerecht. So, und jetzt kommt die Antwort. Ich weise diese Kritik zurück. Viele Vorwürfe sind unsachlich oder zu pauschal. Klar ist, mein Amt war nicht zuständig für die Fahndung nach dem Trio. Das war Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Damals sind schwere Fehler gemacht worden, aber ich verwahre mich dagegen, das meiner Behörde zuzurechnen. Mit anderen Worten, seine Behörde hat damit nichts zu tun, obwohl er möglicherweise ja das einfach, und das ist ja der Punkt, hätte sagen können, er ist neu gekommen, er räumt mit ein paar Missständen auf,
beweist sich damit als Saubermann und sozusagen tritt sein Amt dann glorreicher an, als er es so tut. Keine Spur davon, sondern seine Behörde hat damit quasi nichts zu tun gehabt. Das ist genau das, was die Informationspolitik, die natürlich partiell genau systemimmanent so laufen muss, der Geheimdienste, natürlich packen Geheimdienste nicht alles aus, wenn man sagt, packt mal aus, das ist ja klar. Trotzdem ist sozusagen die Informationspolitik genau von solchen Aussagen gezeichnet. Das ist ein Bereich, der den Verfassungsschutz betrifft. Jetzt zurück zu Herrn Lasch. Herr Lasch ist prägend für einen anderen Bereich und das ist ein Bereich, der im engeren NSU-Gerichtsverfahren uns extrem beschäftigt und behindert und einschränkt, nämlich der Bereich, der die Erzählung der BAW betrifft. Die Erzählung der BAW, die 2011 unserer Auffassung nach relativ schnell nach dem Aufdecken, sogenannten Aufdecken, Auffliegen, aufgedeckt wurden sie eigentlich nicht, Auffliegen des NSU aufgebaut wurde. Diese Erzählung des über den NSU heißt, das ist eine Zelle, die ist untergetaucht. Zum Untergetaucht habe ich vorhin was gesagt anhand von Lasch, jetzt kurz zur Zelle. Zur Zelle ist die sozusagen die Frage, wie baut man das auf und was hat die Behörde, die Staatsanwaltschaft gemacht, die ja in alle Richtungen ermitteln soll, um sozusagen auch die These des Netzwerks zu untersuchen. Und das kann man an Lasch sich sehr schön angucken. Lasch, wie gesagt, ist in seiner einen einzigen Vernehmung nach all diesen Leuten im Netzwerk gefragt worden, von denen wir wissen, dass die inzwischen zum Netzwerk gehört wurden. Dann ist er zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel raus, also alle Antworten gingen so, zu Thomas Rothe, demjenigen, der als erster das Trio in Chemnitz untergebracht, gefragt worden, kennen Sie den? Ja, den kenne ich, mit dem, der wohnt auch noch bei mir in der Nähe jetzt, in meinem Laden, den kenne ich. Das war ein guter Freund, ist ein Kumpel. Im Übrigen sind das alles immer noch sehr gute Freunde, bis auf die Verräter in Anführungsstrichen. Und dann würde man jetzt als nächste Frage erwarten, woher kennen Sie den, was hat er mit Mundlust zu tun gehabt, haben Sie die sich mal da getroffen oder sowas? Das wäre der ganz von normale Lauf der Dinge, ohne dass man jetzt besonders ermittlerisches Geschick an den Tag legen würde. Stattdessen ist dann nicht, kommt nicht die Frage, die man erwartet, wenn man die Vernehmung liest, sondern die nächste Frage ist dann, ja, kennen Sie denn auch Jan Werner? Und dann kommt wieder eine ähnliche Antwort. Dann würde man sich dasselbe vorstellen. Jan Werner, einer der beiden, drei anderen Führungsleuten Blatt und Honor, von dem wir aus den Akten sehr genau wissen, dass er Unterstützungshandlung geleistet hat, der ein Schweigerecht in Anspruch nimmt im Verfahren, weil gegen ihn Verfahren läuft. Auch da folgt das Gleiche. Er wird gefragt, kennen Sie den? Ja, auch den kenne ich. Das ist ein guter Kumpel. So zwei Sätze zur engen Beziehung. Wieder fragt man sich, so jetzt kommt die nächste Frage zum Netzwerk, wieder kommt nichts. Mit so einer Verfahrensweise muss man zwangsweise bei der Zelle bleiben. Eine solche Verfahrensweise ist in keinster Weise dazu angetan, in irgendeiner Weise auf ein Netzwerk zu kommen. Weil für ein Netzwerk, eine Netzwerkermittlung, muss man genau netzwerkmäßig die Verbindung untereinander knüpfen und nachfragen. Wenn Sie Lasch so ernst genommen hätten, wie er war, und das ist der andere Punkt, dann hätten Sie in dem Moment, wo Sie gesehen haben, der kennt die alle, eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung mit ihm anordnen müssen, wo möglicherweise Zwangsmittel auch zum Tragen gekommen hätten kommen können und ihn nach Karlsruhe bringen müssen, wie Sie das mit allen anderen Leuten gemacht haben. Lasch lag aber nicht sozusagen den so auf dem Präsentierteller, den mussten Sie abarbeiten, das ist meine These, aber der stand nicht im Zentrum, obwohl er im Zentrum der Szene stand. Deswegen haben sie ihn nicht nach Karlsruhe eingeladen, sondern bei dieser einen absurden Vernehmung ist es geblieben. Und niemand hat damit gerechnet, wir auch nicht, weil er sehr geschickt in der Vernehmung geantwortet hat insgesamt, dass er dann vor zwei Wochen eben sagt, die sind gar nicht untergetaucht, hat sich für mich gar nichts geändert. Ich kann Untertauchen nirgendwo ran festmachen. Ja, damit hat niemand rechnen können, weil das vorher viel geschickter gemacht hätte. Hätten Sie möglicherweise bei der Staatsanwaltschaft vernommen, hätte das da ja schon gesagt. Hätte das zu ganz anderen Ermittlungsansätzen führen müssen. Damals noch mit 500 Beamten bundesweit zu dem Zeitpunkt. Jetzt mit 30, 20, 10, whatever. Ja, die kaum die Akten verwalten können noch. Also das ist der wesentliche Punkt, weshalb man sagen muss, die Erzählung der GBA ist eben in den Ermittlungen von Anfang an ersichtlich. Und das ist ein großes Problem, weil die prägt alles
Und es gibt leider, und das ist dann der nächste Punkt, sozusagen zum Abschluss hierzu, es gibt leider eben auch keine Öffentlichkeit, die sich gegen diese Erzählung stellt. Das ist das nächste große Problem. Die Medien rezipieren im Großen und Ganzen die Erzählung so, wie sie erzählt wird. Obwohl das ja im Verfahren inzwischen, siehe Lasch, auftaucht, wie die Erzählung sich entwickelt hat oder entwickelt wurde. Ja. Das Problem ist, und das ist das große Problem, das Material jetzt noch zusammenzubekommen, mit Zeugenbefragungen in München geht das nicht, um diese Erzählung ernsthaft zu hinterfragen, also ernsthaft eine andere aufzubauen. Das ist eben nicht einfach. Man kann die hinterfragen, ernsthaft eine andere aufzubauen, da ist eben der Zeitablauf drüber gegangen. Beide Redner sprechen von Hindernissen vor der Aufklärung der Mordfälle. Hakan Bakırcıoğlu, Sie haben diesen Hindernissen zum Trotz den Fall vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gebracht und damit eine Stufe weiter. Was ist passiert vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und wie hat das den weiteren Verlauf des Verfahrens in der Türkei beeinflusst? In den Jahren 2007, 2008 haben wir gefordert, dass Ermittlungen eingeleitet werden gegen die staatlichen Bediensteten und Beamten, die da involviert waren. Es gibt natürlich eine besondere rechtliche Regulierung von Ermittlungen gegen Staatsbedienstete und dieser Rahmen wurde nicht verlassen. Eigentlich hätte in einem Mordfall das einfach beiseite geschoben und tatsächlich staatsanwaltschaftlich ermittelt werden müssen gegen diese Beamten. Aber das ist eben nicht geschehen und unsere Forderungen, da zu ermitteln, wurden zurückgewiesen von der Staatsanwaltschaft. Dort, wo der Mörder herkam, in Trabzon und da, wo der Mord geschehen ist, in Istanbul, gab es eben verschiedenste Verfahren, Gerichtsverfahren. Wir haben versucht, die zu bündeln und vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu bringen, mit der einfachen These zu sagen, es ist offensichtlich aus der Aktenlage zu ersehen, dass eben keine Operation gegen die Organisation unternommen worden ist, die diesen Mordplan hatte. Der Mordplan war bekannt und es wurde danach nicht erlaubt, gegen die Menschen, die hier durch Unterlassung schuldhaft gehandelt haben, Ermittlungen einzuleiten. Wir hatten also drei Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und das wurden dann vier. Und am 10. Juni 2010 hat der Europäische Menschenrechtshof im Sinne unserer Forderungen gehandelt und gesagt, wenn man sich die Entwicklungen im Ganzen anschaut, sieht man, dass eine große Wahrscheinlichkeit eines Mordanschlages auf Ranting vorlag und bekannt war und dass sämtliche Sicherheitsorgane des Staates davon wussten und dass sie entweder koordiniert oder jeweils im Einzelnen entschlossen haben, nicht dagegen vorzugehen und diesen Mord an Hrant Dink zuzulassen. Im Jahre 2010 wurde also gegen das Polizeipräsidium Istanbul, gegen das Polizeipräsidium Trabzon und gegen die Gendarmerie-Kommandatur in Trabzon von uns jeweils eine Anzeige erstattet, die dann nach Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs auch tatsächlich verhandelt werden musste. Alle Ermittlungen gegen Beamte wurden dann zusammengefasst in einem Verfahren, aber es war ein geheimes Verfahren. Und wir haben mehrere Jahre lang nicht erfahren dürfen, was die Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren gemacht hat. Wir haben natürlich
mehrere Anträge gestellt. Was jetzt anders ist als im NSU-Verfahren, im Ding-Verfahren, ist Folgendes. Wir haben uns im Jahre 2010 an den Europäischen Gerichtshof gewendet und 2014 im Mai hat dann die Staatsanwaltschaft Istanbul das gemacht, was sie sofort hätte machen müssen 2007. Sie hat nämlich tatsächlich Ermittlungen eingeleitet und sämtliche Beteiligten als Verdächtigte vorgeladen, und zwar nicht nur die, die auch schon vorher namentlich aufgetaucht sind, sondern wir haben immer gesagt, dass sämtliche Mitarbeiter der betreffenden Behörden vorgeladen werden müssen, und es sind tatsächlich über 60 vorgeladen worden. Das wurde natürlich wieder ein Geheimverfahren, keine Frage. Aber diese Geheimhaltung wurde einmal kurz aufgehalten. Ich habe dann da reingucken können. Ich habe gesehen, dass da einige sehr, sehr wichtige Dinge passiert sind, sehr, sehr wichtige Informationen auch aufgetaucht sind. Und das muss jetzt eben noch zum Abschluss kommen. Und es wird nach Maßgabe des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs jetzt eine Anklageschrift gegen diese Beamten verfasst werden. Das muss jetzt passieren. Das heißt, es wird 2015 voraussichtlich das passieren, was wir seit 2007 unablässlich fordern. Und das wird eine öffentliche Diskussion über diesen Mord sehr erleichtern. Und es gibt eben seit 2007 unsere Behauptung, dass hier über die Schuld der Beamten verhandelt werden muss. Und ich glaube, durch die Anklageschrift wird diese Behauptung von uns untermauert, wird diese Forderung von uns erfüllt werden. Und das heißt, was die Staatsanwaltschaft seit Mai 2014 aufgrund des Entscheids von Straßburg tut, hat uns sehr, sehr weitergebracht in unseren Bemühungen. Danke, Carsten Ilius. An diesem Punkt möchte ich Sie über den NSU-Fall und den Europäischen Menschenrechtshof fragen. Wie ist es für Sie als AnwältInnen der Nebenklage? Haben Sie vor, sich nach Straßburg zu wenden, an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof? Und führen wir uns einmal vor Augen, wie auch Hakan Bakırcıoğlu ausgeführt hat. 2007 wurde Hrant Dink ermordet. Sofort kam es zu einem Verfahren. Viel, viel später wurde Straßburg eingeschaltet. 2010 gab es einen ersten Beschluss, und 2014 wurden dann die Staatsbeamten als Verdächtige das erste Mal vernommen. Das heißt, 7 Jahre, nachdem das hätte gemacht werden müssen, 7 Jahre nach dem Mord, ist man an diesem Punkt erst gekommen. Eine so lange Aufklärungsphase, die ja immer noch mit vielen Hindernissen zu kämpfen hat, haben wir hier. Sieht das bei Ihnen auch so aus? Glauben Sie auch, dass Sie am Ende vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehen müssen? Vielleicht ganz kurz nochmal zur Frage, was wir immer sagen, so vorweg, weil das dazugehört, was ist eigentlich die Perspektive, Aufklärungsperspektive, die wir mit der Familie diskutieren. Das sagen wir immer wieder sozusagen als Familienanwälte oder auch sozusagen Teil der anderen Anwälte. Inzwischen rechnen wir auch beim NSU eher mit einem Zeitraum von 20 Jahren, um zu halbwegs sinnvoller Aufklärung zu kommen. Das sind Erfahrungen, so wie jemand so einen Kontakt wie mit Hakan ist eben extrem hilfreich, um eben zu lernen, weil Deutschland ja immer so ein komisches, in sich abgeschlossenes System ist und international so wenig läuft und auch so wenig zum Europäischen Menschenrechtshof gegangen wird. Aber wir haben sozusagen aus dem Kontakt zu Liz, die zu der ersten Veranstaltung von Inside NSU hier war, eben gelernt aus dem Stephen Lawrence-Fall aus England, der inzwischen seit 21 Jahren läuft und in dem jetzt gerade eine neue Ermittlung stattfindet, die
die Frage betrifft, dass, oder beziehungsweise den Punkt betrifft, dass rausgekommen ist, dass die Metropolitan Police in der Familie von Stephen Lawrence zu den Ermittlungszeitpunkten Informanten untergebracht hat und auch in einem Anwaltsbüro. Das heißt, das geht immer weiter. Und das ist auch der, daraus lernend, ist das inzwischen auch die Perspektive, über die wir mit der Familie Kubaschik reden, ehrlicherweise. Was die natürlicherweise nicht erfreut. Zum Menschengerichtshof nur kurz zwei Anmerkungen. Also wie gesagt, da sind wir noch im Lernprozess. Wir diskutieren das mit Hakan oder haben auch mit Daniel Hold aus Nordirland das diskutiert. Wir denken darüber nach. Es gibt zwei Ansatzpunkte, die man diskutieren kann beim Recht auf Leben. Einerseits genau den Punkt, den Hakan und die anderen Anwälte angegriffen haben, nämlich die Frage von Lebensschutz, also quasi präventiv. Die Frage, ist eigentlich das Leben unserer Mandanten oder beziehungsweise der Ehemänner, der Väter unserer Mandanten ausreichend geschützt worden vorher? Und der andere Punkt wäre der Grundsatz einer effektiven Morduntersuchung. Bei beiden Punkten diskutieren wir und es gibt die ernsthafte Überlegung, aber das bedarf noch viel Diskussion und noch sind wir an vielen sachlichen Punkten auch noch nicht so weit, dass wir das wirklich so juristisch argumentieren könnten, ausreichend Belege hätten. Es gibt vom Thüringischen Untersuchungsausschuss, der so glorreich gearbeitet hat, die jetzt weitermachen, die Schlussfolgerung, die politische Schlussfolgerung der staatlichen Verantwortung für die Morde, aber es gibt diese noch nicht juristisch umsetzbar. Und insofern sind wir da noch an einem offenen Punkt. Hrant Dink cinayetinin belki der Mord an Hrant Dink aydınlatma umudu, die Aufklärung dieses Mordes, die Hoffnung, dass es aufgeklärt werden kann, kann ja nach der Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs, nach den Ermittlungen, die jetzt wieder gestartet worden sind von der Staatsanwaltschaft, die Hoffnung ist doch größer geworden. Hakan Bakırcıoğlu, in dieser ganzen Phase zwischen den Strafverfahren und den Ermittlungsverfahren, die nebenbei liefen, wie war die Zivilgesellschaft? Wie hat sie darauf reagiert? So viel, wie wir es verfolgen können, war es so, dass viele, die an diesem Verfahren teilgenommen haben, immer wieder mit Parolen, wir sind Hrant Dink, wir sind Armenier, wirklich Demonstrationen organisiert haben, Veranstaltungen organisiert haben. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied zu NSU, ist einfach, dass natürlich das Opfer bekannt war, Journalist war. NSU-Opfer sind halt Migranten, die nicht bekannt waren, deren Gesichter man nicht kannte. Bei einem Verfahren, also im Verfahren von Hrant Dink wissen wir natürlich, dass der Mörder, sobald er geschossen hat, wussten wir oder wurde in der Öffentlichkeit ja diskutiert, dass der Staat hinter diesem Mord steht. Und Menschen fragen auch immer noch heute, wer im Staat dahinter stand. Könntest du uns bitte über die Aufklärung und über auch die Reaktionen der Zivilgesellschaft was erzählen? Der Weg zu Hrant Dink, zum Mord zum Hrant Dink. Es ist doch so, dass als der Mord begangen wurde, wurde er von einem 17-jährigen Jungen begangen. Und man hat gehofft, dass das einfach in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, dass ein nationalistischer Junge mit nationalistischen Gefühlen umgebracht hat. Das war eigentlich die Hoffnung von denen, die diesen Mord eigentlich begangen haben. Aber am Anfang gab es wirklich ganz, ganz große Reaktionen auf den Mord. Das heißt, es gibt halt viele Fälle, in denen die Täter nicht gefasst werden konnten, die natürlich so, wie man es gedacht hat oder geplant hat, im Geheimen blieben. Aber bei Hrant Dink hat man eins nicht wirklich mitberechnet, dass nämlich eine gesellschaftliche Reaktion entsteht, und zwar eine sehr, sehr große. Das haben die nicht erwartet. Sie haben nicht erwartet, dass wirklich gesellschaftlich so eine Empörung entstand, dass die Leute auf die Straße gegangen sind. Daher
musste einiges aufgedeckt werden. Aber wir sind im achten Jahr. Wir wissen aber auch, dass wirklich die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft immer wieder zum Verfahren kommt, teilnimmt. Alle schreiben darüber. Das heißt, auch in den Zeitungen, in den Berichten sehen wir natürlich, dass die gesellschaftliche Anteilnahme an diesem Mord sehr, sehr groß ist. Und wir müssen natürlich sagen, dass auf der einen Seite die Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung des Verfahrens, aber auch die gesellschaftliche Reaktion, die gesellschaftliche Empörung und das Interesse hat natürlich sehr, sehr viel bewirkt, dass wir in der Aufklärung weiterkommen können. Und die Sensibilität der Gesellschaft hat wirklich nie abgenommen in all den 8 Jahren des Verfahrens. Und ich denke, wenn das so weitergeht, wird das natürlich auch einen Zwang für den Staat herstellen, die Ermittlungen fortführen zu müssen. Deswegen denke ich, dass die gesellschaftliche Reaktion sehr, sehr wichtig ist. Wir als Nebenklägervertreter, als wir das Verfahren geführt haben, haben wir die Unterstützung wirklich gespürt, ganz groß gespürt. Und es war auch sehr wichtig für uns, diese Unterstützung zu spüren. Weil die Organisation musste man zutage führen, die Staatsbediensteten mussten vors Gericht gestellt werden. Also wir hatten viele, viele Aufgaben. Unser Widerstand hätte brechen können, unser Kampf hätte brechen können, aber diese gesellschaftliche Sensibilität, diese Unterstützung, die wir erfahren haben in der Zivilgesellschaft, hat uns natürlich auch bestärkt und gestärkt weiterzuführen. Daher muss man das sehr in Betracht ziehen und sehr ernst nehmen. Als Anwalt, Nebenklägervertreter im NSU-Verfahren. Als Nebenklägervertreter macht ihr oft Presseerklärungen. Und ihr sagt, wenn der Gerichtssaal voll ist, dann kommt eine andere Energie. Und die Opferfamilien spüren, dass sie nicht alleine sind und wir spüren, dass wir nicht alleine sind. Das heißt, die Unterstützung aus der Gesellschaft wird ja immer wieder von euch unterstrichen. Was denkt ihr? Habt ihr genug Unterstützung wirklich im NSU-Verfahren aus der Öffentlichkeit? Und wie wichtig ist es eigentlich im Verfahren? Ich glaube, die gesellschaftliche Reaktion, also es ist so, da können wir vielleicht leider mal, wenn wir über die Verhandlungen drauf sprechen, zurückkommen. Tatsächlich ist es so, dass immer noch zu wenig Leute, es kommen Leute nach München, es kommen immer noch zu wenig Leute nach München, München ist weit weg und so weiter. Es ist die da waren in München im Saal, wissen, es ändert tatsächlich die Stimmung im Saal, den Druck im Saal, wenn Zuschauer mit einem kritischen Hintergrund da sind. Es sind oft genug Nazis da und das Gericht reagiert ganz anders, wenn der Saal besucht ist. Punkt. Also es ist eindeutig. Und es ist auch eine andere Atmosphäre vor dem Saal, wenn da Leute nach oder zwischen der Verhandlung noch rumstehen und eine andere Atmosphäre erzeugen. Die Reaktionen auf NSU kennen wir ja alle. Also alle, die hier sitzen, haben sich damit mehr oder weniger intensiv beschäftigt. Ich finde, dass es wichtig wäre zu diskutieren, warum sind die Reaktionen, wie sie sind. Also ich finde, da sind wir nicht weit genug. Und da kann man ja zwei Gruppen sozusagen grob schematisch sich angucken. Das eine sind POC-Leute, die in der deutschen Gesellschaft sozusagen sehr oft mit Rassismus konfrontiert sind, People of Color, die bei denen das Alltagserfahrung sind. Da sagen viele meiner türkeistämmigen Mandanten, na, NSU ist total wichtig, aber das habe ich doch jeden Tag im kleinen Level. Und ich bin so müde davon und ich habe so viel Angst vor der Polizei und so weiter. Ich gehe nicht auf die Straße. Wenn ich einfach mal so probeweise, umfragemäßig quasi so aus dem Blauen heraus frage, warum gibt es eigentlich keine Demos, warum gehen Sie nicht zu Demos, warum geht ihr nicht zu Demos, was ist das? Und dann sagen die, naja, das ist die Spitze des Eisberges. Das ist zwar schlimm, aber es ist halt auch nur die Spitze des Eisberges. Ja, und deswegen gibt es da eine Müdigkeit von vornherein. Das ist sozusagen, finde ich, der eine Punkt, den ich als These aufstellen würde. Bei der mehrheitsdeutschen Gesellschaft, denke ich, handelt es sich um was anderes. Da fragt man sich ja auch, warum ändert sich eigentlich nichts? Also warum ist NSU, warum löst das nicht so einen moralischen, protestantisch geprägten Schlechtgewissenschock aus, dass jetzt alle mit einem Mal nur noch statt über Fremdenfeindlich über Rassismus reden, ununterbrochen und von ihrem schlechten Gewissen durch die Gegend getrieben über nichts anderes mehr als Rassismus reden? Fragt man sich. Und was ist das? Und ich glaube, dass das, was, und das wäre dazu meine These, und ich glaube auch, das wäre wichtig zu diskutieren, woran liegt das an? Ich glaube, das hat mit Post-NS zu tun.
Antisemitismus ist immer ein Thema gewesen in deutscher Gesellschaft. Rassismus ist sozusagen immer mit Nazis gleichgesetzt worden. Das heißt, wie man als Rassisten bezeichnet, der ist gleichzeitig Nazi, so ist das Mehrheitsdeutsche Empfinden. Und deswegen wird das sozusagen genauso wie die eigene Großvätergeneration oder Großelterngeneration letztendlich weggedrängt und es gibt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft kein Gespräch über Rassismus, kein offenes. Und ich glaube, dass das auch was ist, was den Saal in München prägt. Ich frage mich nämlich immer, warum, also es gibt ja zwei Punkte, wie man, und das zum Abschluss, wie man zum Beispiel die Generalbundesanwaltschaft, weil die immer der Prügelknabe sind, um auf die zurück, wie man das werten kann, dass die so wenig motiviert wirken, wenn Nazi-Zeugen sie anlügen. Der professionelle Punkt ist, dass man sagen kann, naja, die brauchen die eigentlich nicht für ihre Anklageschrift, weil das ist erwiesen, das vertreten sie auch immer wieder. Das stimmt, ich glaube auch, dass das Urteil gegen Schäpe zu 80% geschrieben ist, also insoweit haben sie sicher recht. Der andere Punkt ist, warum fühlen sie sich in ihrem Berufsego nicht verarscht, angekotzt, sonst irgendwas, wenn die sie so anlügen? Und das, finde ich, ist eine total offene Frage. Ja? Also warum sozusagen sind sie spontan aus dem Moment heraus nicht böse, wenn Nazis oder Umfeldzeugen aus der Nachbarschaft von Schäpe, die alle Schäpe lieben, für die alle, wir hatten heute wieder so zwei Zeugen, die alle Schäpe wie einen Popstar finden und so weiter und alle sagen, die kann das nicht gemacht haben, was sie gemacht haben soll, es wird doch nicht über die Morde geredet. Warum sorgt das nicht für Aufregung im Saal und sonst was? Und warum wird die Konstruktion, dass das so funktioniert, in den Medien nicht hinterfragt? Warum ist das keine Gegenerzählung, die aufgebaut wird und warum wird sie nicht gefragt, woran liegt das eigentlich alles? Das finde ich die Frage. Also die Reaktion kennen wir, sowohl von mehrheitsdeutscher Seite, also unserer Seite, als auch von POC-Seite. Die Frage ist doch vielmehr jetzt zu diskutieren, woran liegt das und was müsste man tun, anstatt sozusagen bei diesem Betroffenheitspunkt, es ist so, stehen zu bleiben. Jetzt meine letzte Frage für heute an Hakan Bakircioğlu. Die Veranstaltungsreihe Inside NSU will ja den NSU-Fall zusammen oder vor dem Hintergrund von ähnlich gelagerten Fällen in anderen Ländern untersuchen, um eben vor diesem internationalen Hintergrund eine neue Perspektive zu gewinnen. Wir haben zum Beispiel auch Leute als Prozessbeobachterinnen nach München gebracht. Wir haben Informationen über den Prozess in München verbreitet und so weiter. Und auch Hakan hat, wie unsere anderen Gäste in den vorigen Veranstaltungen, gestern und vorgestern Sitzungen im NSU-Verfahren in München angeschaut. Was waren deine Eindrücke, Hakan? Also ich habe zwei Prozesstage anschauen können. Und ich war sehr traurig über die Ähnlichkeiten, die ich festgestellt habe. Ich habe eigentlich genau das wieder gesehen, was wir in den ersten Jahren in Dingverfahren auch erlebt haben. Wir haben 2007 schon, als die erste Anklageschrift veröffentlicht wurde, gesagt, nein, das ist nicht die Organisation. Die staatlichen Stellen müssen mit vor Gericht gestellt werden. Wir müssen vor allen Dingen auch die Führungsspitze dieser Organisation in Istanbul erreichen. Wenn das nicht passiert, wenn das nicht ermittelt wird, dann kann dieser Mord nicht aufgeklärt werden. Das wurde abgeschmettert. Und es wurden irgendwelche Freunde, Kumpels von den Tätern aus ihrem sozialen Umfeld gebracht. Und die wurden als Zeugen verhört. Wir haben versucht, die Beziehungen von diesen Zeugenaussagen ausgehend zu analysieren. Und ich habe jetzt wirklich genau das wieder gesehen beim NSU-Verfahren, was wir damals hatten. So, da kam irgendwie dann die Nachbarin und dann wurde darüber gesprochen, wie oft haben sie sich getroffen, haben sie sich gegenseitig besucht, was war das denn für einer, wie hat der so gelebt und so weiter. Auf dieser Ebene wurde gefragt und daraus sollten dann Ergebnisse gezogen werden. Ich weiß noch, am 2. Juli 2007 war unser erster Anhörungstag. Dann kamen diese ganzen Zeugen und Zeuginnen. Und wir haben
eben damals, genau wie das heute im NSU-Prozess passiert. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, diesen Vergleich zu machen. Wir haben immer versucht zu sagen, es müssen die Beziehungen im Netzwerk, in dieser Organisation aufgeklärt werden. Und das geht eben nur durch wirksame Ermittlungen. Und als Nebenklage diese Forderung durchzusetzen, ist natürlich nicht einfach. Man kann den Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Gesetzes nicht einfach sprengen. Aber wir müssen natürlich versuchen, diesen Rahmen zu überschreiten, denn ansonsten sind wir einfach Teil dieses Rahmens. Und ich habe gestern beim NSU-Prozess das Gleiche gesehen, den gleichen Versuch, den wir auch hinter uns haben. Vielen Dank an Hakan Bakircioglu und auch an Carsten Ilias. Jetzt ist es an Ihnen, an euch zu fragen. Sie können das Mikrofon bekommen und Ihre Fragen stellen, wenn Sie welche haben. Wir können die Fragen entweder sammeln oder einzeln beantworten. Also, bitte. Dankeschön erstmal für die Information. Ama ben Almanca başladım yeni. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Vielen Dank, Sophia. Wir wirklich diese Veranstaltung gemacht haben. Es gibt sehr, sehr viele Fragen, weil es auch sehr viele Ähnlichkeiten anscheinend auch zwischen den Verfahren gibt oder aber auch in ihren Ursprüngen. Weil wir wissen zum Beispiel bei Hrant Dink, das vom Generalstabschef eine Presseerklärung abgegeben wurde und wir wissen, dass natürlich es eine Bedrohung war und dass auch das ganze Verfahren oder die ganze Phase im Grunde auch eingeleitet hat, die ganze Kampagne gegen Agos eingeleitet hat. Bei NSU und bei dem Vergleich NSU und dem Mord an Hrant Dink sehe ich natürlich, dass Hrant Dink natürlich viel organisiert ist, oder so kommt es mir vor, viel organisierter und ideologischer ist. Ich hoffe einfach, dass wir mehr dazu sagen können in der Zukunft, wenn mehr aufgeklärt ist. Wir wissen natürlich auch in der Türkei, Hakan hat es ein bisschen erzählt, dass es auch außer an dem Mord an Hrant Dink, dass es 17.000 Morde gibt, dessen Täter unbekannt sind, in Anführungszeichen unbekannt. Und das ist auch nicht aber in der Öffentlichkeit und wird auch nicht in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Ich will eigentlich die Frage, die zivile Gesellschaft, dass sie es unterstützt und begleitet, das Verfahren unterstützt und begleitet, das sei in der Türkei ja mehr. Aber trotzdem denke ich, in Deutschland gibt es etwas, was es in der Türkei nicht gibt. Und zwar gibt es eine Untersuchungskommission im Parlament, im Bundestag. Und es wurde sofort, die Kommission wurde sofort gegründet. Soweit ich weiß, wurde in der Türkei wirklich so eine Untersuchungskommission überhaupt nicht gegründet. Das war ja nicht mal das Thema, oder? Also so weiß ich das, oder ist es abgelehnt worden? Daher möchte ich jetzt beiden Freunden, beiden Anwälten fragen, ob der Untersuchungsausschuss, insbesondere an Carsten, stellt sich die Frage, dass im Bundestag ein Untersuchungsausschuss gegründet wurde. Haben die nicht wirklich auch Informationen erhalten, die ihr nicht erhalten habt? Oder hat es euch unterstützt, hat diese Untersuchungskommission mit den Informationen, die sie erhalten hat, euch unterstützen können? Ja, es gab ja den Ausschuss im Bundestag und es gab den in den Ländern, Bundesländern. Es gab Ausschüsse in Sachsen, in Bayern, in jetzt laufen welche in Baden-Württemberg, in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die waren, also der im Bund war unglaublich wichtig, deswegen, weil tatsächlich wahnsinnig viel neues Wissen ans Licht gekommen ist, an das wir sonst nicht gekommen wären wahrscheinlich. Vor allen Dingen in Bezug auf das Wissen der Geheimdienste, der Verfassungsschutzbehörden. In der Hinsicht hatte der eine Riesenbedeutung und ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, das machte ja so und so keinen Sinn. Es ist ein ganz anderer Punkt, dass der Ausschuss sich an vielen Stellen sehr innerhalb des Common Sense gehalten hat und sozusagen das Aussageverhalten von Verfassungsschützern und so weiter bei weitem nicht genug in Frage gestellt hat. Aber das Wissen, was dadurch erlangt wurde, ist unglaublich groß und wir wären an einem ganz anderen Punkt, viel schlechteren Punkt, wenn es das nicht gäbe. Und man sieht im Übrigen jetzt sowohl in Hessen, so schlecht die Ausschüsse in Hessen und Baden-Württemberg laufen, ohne die Linke zu sehr pushen zu wollen, gerade wegen der Grünen, die sich immer mehr so zum CDU-Schoßhündchen jetzt halt entwickeln, was so seit langem absehbar war, gerade wegen der Grünen sehr schlecht entwickeln,
insgesamt ist es trotzdem so, dass jetzt die NSS-Schutzstaffel, also eine Beteiligung in Baden-Württemberg, möglicherweise Unterstützung beim Wort in Heilbronn Thema ist mit einem Mal, viel breiter. Und in Hessen die Akten, die wir zum großen Teil nicht bekommen haben, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von Temme, das war das Argument, nun dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden sollen. Schon da sieht man wieder, welche Bedeutung das hat, was Wissen angeht. Ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Ben bizim bu noktada hiç kurs var sadece. Hrant Dink, Hakan Bakırcıoğlu da belki Hakan değmek ister. Hakan Bakırcıoğlu möchte vielleicht auch nochmal darauf eingehen, dass oluşturuldu. Auch im Hrant Dink-Verfahren eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet wurde und tatsächlich wurde sogar zum NSU-Verfahren in der Türkei eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet. Also vielleicht nicht sehr erfolgreich, aber auf jeden Fall haben sie die gegründet. Möchtest du da was zu sagen über deren Berichte? Also viele der Beamten, deren Namen in den Akten fallen, wurden tatsächlich vorgeladen vor diese parlamentarische Untersuchungskommission. Da angehört. Es kam jetzt keine großartigen Resultate dabei raus, aber die Aussagen, die da aufgenommen worden sind, konnten wir natürlich benutzen in unserem Verfahren vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, was uns dann eben, wie gesagt, weitergebracht hat. Es gab noch eine weitere vom Ministerpräsidenten eingerichtete Untersuchungskommission, die auch viele Sachen unterlassen hat, aber eben auch viele wichtige Informationen ans Tageslicht gebracht hat, viele Informationen gesammelt hat, von denen wir profitieren konnten. Während das Verfahren in Straßburg lief, hat die Türkei eine unglaubliche Einlassung dahin geschickt, die sehr, sehr negatives Echo hervorgerufen hat. Und dann wurde eine dem Staatspräsidenten untergeordnete Untersuchungs- oder Kontrollkommission eingerichtet, die dann einen alternativen Bericht verfasst hat, einen neuen Bericht, der immer noch einige Schwachpunkte hatte, der aber immerhin viele der von uns von Anfang an vorgebrachten Punkte auch verifiziert hat. Das heißt, diese Berichte von den Untersuchungs- bzw. Kontrollkommissionen des Ministerpräsidenten und des Staatspräsidentenamts, die haben eben wichtige Thesen bestätigt. Das sind eben zusammen mit dem parlamentarischen, mit dem Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission drei Berichte, auf die wir uns immer berufen können. Gut, gibt es andere Fragen aus dem Publikum? Ja. Bir sorum olacaktı. Ben mahkemeye gittiğimde şunun farkına vardım. Hani ich möchte gerne eine Frage stellen, wenn zum Beispiel vom Nachrichtendienst eine Information kommt. Ne? Dann heißt es ja Geheimhaltung, Staatssicherheit und einige Informationen werden nicht gegeben. Wie ist es in der Türkei? Wenn man vom Nachrichtendienst Informationen möchte, wie ist die Gesetzeslage? Gibt es wirklich Staatsgeheimnisse? Kann man sagen, es ist Staatsgeheimnis oder es wird geheim halten und man gibt einfach die Informationen nicht weiter? Wie ist das in der Türkei geregelt? Es gibt auch in der Türkei drei Nachrichtendienste. Das heißt, es ist eines nationale Geheimdienst mit, dann gibt es polizeilicher Nachrichtendienst, dann gibt es einen Nachrichtendienst der Gendarmerie, also des Militärs. Das heißt, am Anfang hieß es natürlich von den Nachrichtendiensten, wir haben keine Informationen in der Hand. Aber wir sind in die Archive nicht rein und wir konnten ja dort nicht untersuchen, das heißt vom mit nationalen Geheimdienst. Nachrichtendienst von der Polizei hat zwar Informationen gegeben, aber wir wissen nicht, wir können nicht untersuchen, wie viel eigentlich Nachrichtendienst der Polizei uns die Informationen übermittelt hat. Nachrichtendienst von der Gendarmerie hat gesagt, also die Zentrale in Ankara hat gesagt, wir haben überhaupt keine Informationen in der Hand. Nachrichtendienste in Trabzon
Da wissen wir aber auch, dass eigentlich das ganze Archiv natürlich woanders hingekommen ist. Das heißt, dass all diese Informationen von den Nachrichtendiensten zu bekommen fast unmöglich ist. Vielen Dank. Gibt es noch andere Fragen? Ja. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage an Hakan zu den aktuellen Ermittlungen, also jetzt zu dem Stand der Staatsanwaltschaft. So wie ich das jetzt verstanden habe, ermitteln die jetzt schon gegen staatliche Bedienstete. Und mich würde jetzt mal interessieren, wegen was? Also ist das jetzt eher so eine Fahrlässigkeit oder etwas Vorsätzliches? Und wie ist so der Eindruck? Also das scheint ja ein geheimer Prozess zu sein, aber ist so der Eindruck, dass das irgendwie eine Aussicht auf Erfolg hat, dass da irgendwas rauskommt? Also, die Staatsanwaltschaft Istanbul hat sie alle als Verdächtige vorgeladen, fast alle dort Bediensteten. Und wir haben gesagt, da gab es Vorsatz. Es wurde vorsätzlich eine Operation unterlassen. Nachdem sämtliche Aussagen aufgenommen wurden durch die Staatsanwaltschaft, hat die Staatsanwaltschaft angefangen, das juristisch auszuwerten. Wir wissen natürlich noch nicht, wie sie das auswertet, aber sie hat 4 Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Istanbuls verhaftet. Und wir haben von Anfang an einen Artikel eingefordert des türkischen Strafrechts, der eben eine vorsätzliche Tötung zum Tatbestand hat. Und tatsächlich wurde dieser Artikel jetzt aufgenommen in die von der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen. Das heißt, hier wird eben vorsätzliche Tötung durch Unterlassung ermittelt, nicht Fahrlässigkeit. Und ich glaube, dass diese 4 verschiedenen Ermittlungsverfahren zu einem Verfahren zusammengeführt werden und da eben diskutiert werden soll, war es Fahrlässigkeit oder war es Vorsatz. Es gibt eben 4 Beamte, die derzeit beschuldigt werden, vorsätzlich diesen Mord herbeigeführt zu haben durch Unterlassung. Was mit den anderen wird, wissen wir noch nicht. Vielen Dank. Und Sie? Ich möchte auch auf Türkisch fragen. Beide Verfahren sind sehr wichtige Verfahren. Beides wichtige Verfahren. In der Türkei weiß man schon vom tiefen Staat, aber ich glaube, dieses Verfahren im Mord von Hrant Dink ist das erste Verfahren, das tatsächlich Hoffnung gibt, dass die mehr als 10.000 ungeklärten Mordfälle jetzt auch diskutiert werden können. Bei der NSU sieht es so aus, dass das erste Mal tatsächlich eine Kollusion in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das war für alle schockierend und auch ein Augenöffner. Wie sehen Sie die Zukunft? Glauben Sie, dass das NSU-Verfahren eine neue Perspektive eröffnen kann im Umgang mit Morden, mit staatlicher Kollusion? Und wie sieht es für die Türkei aus? Hakan. Es gibt viele Morde, die nicht, politische Morde, die nicht aufgeklärt wurden. Vielleicht kann man im Fall von Hrant Dink in seinem Fall wirklich eine Auseinandersetzung mit all den Verfahren führen, Rechenschaft verlangen, symbolisch einfach, über das Verfahren von Hrant Dink. Daher denke ich schon, ist das Verfahren sehr wichtig. Aber es reicht nicht aus, diese Organisation ins Licht zu führen, sondern man muss natürlich eine Auseinandersetzung haben mit dem Rassismus. Ich hoffe, dass das eine Wirkung darauf haben wird, dass man sich mit dem Rassismus auseinandersetzt. Wird das aber ein Meilenstein sein? Wird dieses Verfahren ein Meilenstein sein? Wird es ein
Beispiel sein, dem man folgen wird, das weiß ich nicht. Das kann ich für die Zukunft noch nicht sehen. Das werden wir sehen, wenn wir die Entscheidungen und die Urteile gesehen haben. Ich habe das vorhin ja schon mal bezüglich des strukturellen Rassismus gesagt. Ich sehe keine Entwicklung bisher, keine große jedenfalls, keine groß wahrnehmbare Verfahren in dem Bereich auf einer Ebene, sozusagen Mordermittlungen laufen genauso weiter wie bisher auch. Die Systematik funktioniert genauso wie bisher auch. Also was strukturellen Rassismus angeht, glaube ich, ist die Entwicklungsperspektive durch NSU, man kann sagen schockierenderweise, praktisch nicht geöffnet worden. So sehe ich das. Ähnlich kritisch sehe ich das mit der Frage von Staatskritik anhand von NSU. Es gab am Anfang mal so ein Zeitfenster, da wurden mit einem Mal auf Verfassungsschutzbehörden eingehauen wie nie und die auch so bezweifelt wie nie. Ich finde, das Zeitfenster hat sich nach meiner Wahrnehmung längst schon wieder geschlossen und inzwischen wird das als vollkommen, also es gibt jetzt einen Gesetzentwurf des Innenministeriums, der ist irre, bezieht er sich auf die Strafbarkeit von V-Leuten. Nachdem wir im NSU wahrgenommen haben, dass V-Leute wesentlichen Teil der terroristischen Organisation NSU gebildet und unterstützt haben, sieht dieser Gesetzentwurf nun vor, dass sogenannte szenetypische Straftaten straflos bleiben sollen. Zu den szenetypischen Straftaten gehört auch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation aller NSU oder die Unterstützung. Das heißt, wenn wir das auf NSU übertragen, dass die Unterstützer des NSU wegen einer Unterstützung von 129a, so kritisch man den sehen muss, aber wenn er gegen links oder sonst angewandt wird, dann soll er eben auch die Nazis treffen, finde ich, bei aller sozusagen, dass es quasi so ist, dass die Unterstützer wie Starke, Werner, von denen wir wissen, also all diese Chemnitzer, über die wir geredet haben, oder meiner Meinung nach auch Lasch, an dem das Verfahren leider vorbeigegangen ist und auch vorbeigehen wird, fürchte ich, dass die eigentlich straflos bleiben müssten, weil das szenetypische Straftaten sind. Und das ist die Konsequenz der Staatskritik in Bezug auf den NSU. Und da finde ich, ist auch die Linke nicht besonders hoffnungsstimmend, frohstimmend, weil es genug Kommentare gibt bezüglich des NSU-Verfahrens, die auf die Anregung hin, doch mal zum NSU-Verfahren zu fahren oder sich weiter um NSU zu kümmern, reagieren mit der Antwort, da kümmert sich ja jetzt der Staat quasi drum, da läuft ja jetzt das Gerichtsverfahren. Ja? Also sozusagen NSU wird ja jetzt aufgearbeitet. Also insofern, ich sehe ehrlich gesagt auf keiner der beiden Ebenen in Deutschland bisher großen Fortschrittsoptimismus vorangebracht. Also in dem Verfahren in der Türkei haben wir gesehen, dass es zwei Säulen gibt. Einmal ein Verfahren gegen den Mörder, Nationalisten, und dann einmal gegen die Staatsbedienstete, Polizei, Sicherheitsdienste etc. Und in dem indischen Verfahren, worüber wir heute Abend gesprochen haben, beziehungsweise Carsten, gibt es nur Verfahren gegen die vermeintlich oder Verdächtige in diesem Mord verwickelte Menschen. Gibt es, Carsten, deiner Meinung nach eine Möglichkeit, so ähnlich wie in der Türkei, die Anwälte und Anwältinnen, weiß ich genau nicht, geschafft haben, gibt es eine Möglichkeit, gegen die Ermittlungsbehörden, Mitarbeitern und auch gegen Sicherheit und Geheimdienstmitarbeitern Verfahren einzuleiten, wegen Fahrlässigkeit, wegen verschiedener Unterstützung und mitmachen? Ich möchte vorerst eins sagen.
In der Türkei wurde die Diskussion eröffnet über die Verantwortung verschiedener staatlicher Institutionen an dem Mord. Einer von den Hauptverdächtigen wurde nämlich sehr schnell als ein V-Mann der Gendarmerie enttarnt. Das wurde auch in den Akten festgehalten. Das heißt, die Institution hat eigentlich ihre Verantwortung abgeschoben, indem sie einen Teil der Informationen in die Akten hat durchsickern lassen. Aber es gab tatsächlich auch aufgrund dieser gesellschaftlichen Reaktion auf den Mord einfach den Punkt, wo dieser Schutzwall gebrochen ist und wo einfach die Institutionen auch Informationen preisgeben mussten. Wir haben es eben geschafft, damit zu arbeiten. Das war zunächst unabhängig von uns. Was ich eben als Anwalt der Nebenklage sehe, ist, dass eigentlich der Bereich, in dem wir agieren können, geöffnet wurde, dadurch, dass Informationen, das Wissen in die Akten eingegangen ist, nicht aufgrund unseres Talents. Und im NSU-Verfahren ist das alles viel hermetischer, das ist viel abgeriegelter. Und ich habe den Eindruck, dass der Bereich oder dieser Aktionsraum der Anwältinnen der Nebenklage viel, viel begrenzter ist, als es bei uns ist. Ich meine, das ist ja das große Problem für die Familien in München, ist ja genau das sozusagen, dass nur dieses Verfahren läuft. Natürlich wollen die Zschäpe und die anderen verurteilt sehen, das ist ja keine Frage. Aber natürlich ist ein Problem, dass es sonst keine Ergebnisse bisher gibt. Also Beispiel, wo man am ehesten juristisch ran könnte, denke ich im Moment in deutscher Perspektive, sind disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Sicherheitsmitarbeiter, die geschreddert haben. Da gab es symbolische Rücktritte an der Spitze, aber die Mitarbeiter und Abteilungsleiter, unter anderem der Abteilungsleiter Rechtsextremismus zu dem Zeitpunkt im Bundesverfassungsschutz, die die Schredderung angeordnet oder durchgeführt haben, unter den abstrusesten Erklärungen, sind alle ohne negatives Disziplinarverfahrensergebnis da rausgegangen. Das ist total absurd, finde ich. Im Gegenteil ist es so, es gab jetzt einen Taz-Artikel vor ein paar Wochen, der festgestellt hat, dass von den 53 Mitarbeitern, in den Diensten, die im engeren Sinne mit dem Schreddern auch verbunden waren, 47 inzwischen aufgestiegen sind. Ja. Das ist natürlich für die Familien ein harter Schlag, wenn man das so mitdiskutiert. Das ist aber am ehesten der Punkt, wo man juristisch zum jetzigen Zeitpunkt rankommt. Beim Strafrechtlichen gäbe es ja zwei Bezugspunkte wiederum. Einerseits die Frage der Verantwortlichkeit wiederum der Geheimdienste. Da wissen wir einfach nicht genug, was wir persönlich rückführen können. Und wir wissen für diese These, die ich vorgestellt habe, 98 bis 2000, zu wenig, um sagen zu können, bei dem und dem, das war genau so. Der andere Punkt wären die strukturell rassistischen Ermittlungen. Und da ist genau ja der Problempunkt des strukturellen Rassismusbegriffes, dass der hier sozusagen so perfekt greift, dass die Struktur, und das ist ja das Besondere an diesen Ermittlungen, bundesweit, das ist ja fast sowas wie ein soziologisches Experiment, bundesweit haben an mehreren Tatorten Ermittlungsbehörden zu gleichen Zeiten der gleich rassistischen Weise ermittelt. Ganz andere Personen mit ganz anderen Hintergründen und so weiter, mit genau der gleichen Ermittlungsstruktur. Aber das ist eben nicht so weit rückführbar, dass man daraus strafrechtliche, meiner Auffassung nach, strafrechtlich was ableiten könnte bisher, weil dazu verliert sich das zu sehr in der Struktur, ist zu sehr mit Motivationen verbunden. Man kann das vermuten, woher diese Motivation rührt, man kann das kaum strafrechtlich so weit festmachen. Das ist bisher das große Problem. Am ersten, die Hoffnung wäre auf strafrechtliche Ermittlungen sicher gegen Geheimdienstmitarbeiter, von denen wir vermuten, dass sie solche Experimente betrieben haben. Da ist das große Problem, dass wir wahrscheinlich an so ein Wissen überhaupt erst rankommen würden. Sachsen, wie gesagt, sperrt praktisch komplett. Also diese Akten sind nicht lesbar, die liefern, weil die zu 50% durchgestrichen sind sozusagen. Wichtig, das lässt sie nicht mehr lesen dann. Und wahrscheinlich werden wir da erst an einem Wissen kommen, was strafrechtlich relevant ist, wenn es irgendwann mal Whistleblower gibt. Dafür muss man mindestens zwei haben aus der Behörde. Wenn man einen hat, wird der einfach für wahnsinnig erklärt oder für bescheuert oder durchgedreht. Und das ist keine Perspektive, die sich die nächsten Jahre wahrscheinlich unmittelbar eröffnen wird. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, sehe das sehr skeptisch und denke, das sieht eher so ein bisschen duster aus bei uns.
Vielen Dank. Meine Frage ist sozusagen über das Juristische und Rechtspolitische hinaus. Wenn ihr beide in euren jeweiligen Verfahren politisch sagen solltet, wie so ein Verfahren geführt hätte werden müssen, geführt werden soll, im Vergleich zu dem, wie es jetzt geführt wird. Also ich weiß nicht, ob es im Türkischen Sinn macht, im Deutschen würde man sagen, das ist so meine Einschätzung, dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger in diesen beiden Verfahren den Staat zum Jagen tragen. Aber das ist ja aus so einer Nebenklageposition schon sehr beschränkt. Meine Frage zielt aber darüber hinaus. Wie müsste man so ein Verfahren angesichts der Dimension politisch aus eurer Sicht eigentlich führen, damit es, um ein weit verbreitetes Wort wieder zu verwenden, zu einer Demokratisierung von Gesellschaft auch beitragen kann? Ich habe eine Zusatzfrage. Darf ich das stellen zu Carstens? Okay. Also ich habe verstanden, also juristisch vielleicht ist das ein bisschen problematisch. Ja, gut, du hast ja auch schon angedeutet, Entwicklungsland, Deutschland in diesem Bereich. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, darüber hinaus an die UN entsprechende UN-Gremien zu wenden und die ganze Problematik auf einer anderen Ebene zu schieben und dann vielleicht juristisch nicht so ausschlaggebend, aber trotzdem eine gesellschaftspolitisch ausschlaggebende Urteil von UN-Gremien zu holen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass das vollkommen, also extrem sinnvoll ist, weil gerade weil diese Abgeschlossenheit nach außen, diese Betrachtung von Deutschland als Rechtsstaat, diese partiell irrationale Betrachtung der Übertreibung von Deutschland als Rechtsstaat in der Art, wie das gesehen wird, glaube ich, nur durch sowas gebrochen werden kann, zumindest partiell. Da ist es so, dass bei uns sozusagen in dem Kreis von Nebenklägeranwälten Mehmet Dalmagüler dann sehr erfreulicherweise ein bisschen die mit Unterstützung von Anna bei uns aus dem Büro, die die Führung so ein bisschen übernommen hat und sich um so einen Zugang zum Special Rapporteur-System kümmert, um da möglicherweise einen Special Rapporteur zum Thema Rassismus eben zu, für Deutschland zu interessieren und so einen speziellen Report in die Richtung zu bringen. Das ist aber auch noch ganz in der Entwicklung, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr gute Idee. Also das würde ich als total effektiv und hilfreich ansehen, wenn es sowas gäbe. Und da, also arbeiten wir dran, wie gesagt, das ist so ein bisschen Mehmets Bereich. Hazır Mikrofon sendeyken, Volkan'ın sorusuna da belki yanıtlarsın. Du gerade das Mikrofon hast, möchtest du vielleicht auch die vorige Frage kurz beantworten, bevor ich das Mikro an Hakan weitergebe? Ja, bei uns im Büro ist es so, wir sind ja zu, also das ist sozusagen, dass das NSU-Verfahren so funktioniert. Im Wesentlichen sozusagen ist das ja, dass überhaupt Nebenklage so funktioniert, ist im Wesentlichen ja Antonias Verdienst bei uns aus dem Büro, die sozusagen die große Gegenspieler von Götzl ist. Und Herr Götzl ist auch immer sehr sauer, weil Antonio oft so viel mehr weiß als er. Das macht ihn zornig. Und sonst ist es im Büro bei uns aber zu fünf, die wir Strafrecht machen, mehr oder weniger ja so eine gemeinsame Diskussionsgrundlage immer wieder über das Verfahren. Und da, das habe ich schon öfters vorgestellt, ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir uns immer jetzt beziehen, das hat Anna aus dem, und Inge haben das ins Büro reingebracht, eine Dissertation, eine Arbeit, ich weiß nicht, was das ist, akademisch gewesen ist, aus den USA zum Auschwitz-Verfahren. Ich will das hier nochmal kurz sozusagen ansprechen, weil das genau den Punkt trifft. Dort beschreibt dieser vor 5-6 Jahren der Professor aus den USA, Pendes, so ein Rechtshistoriker, dass Fritz Bauer eine strategische Prozessführung mit dem Verfahren gemacht hat mit Auschwitz und versucht hat zu zeigen, wie Auschwitz funktioniert. Ohne jetzt natürlich die Verfahren in irgendeiner Weise vergleichen zu wollen. Wenn man sich überlegt, das wäre der Wunsch an die BAW für ein politisch richtiges Verfahren. Ein politisch richtiges Verfahren hätte aufräumen müssen mit der Nazi-Szene der 90er Jahre, hätte sagen müssen, es ist so viel Scheiß gelaufen und ist die gesamte POC-Bevölkerung Deutschlands damit in Gefahr geraten. Wir räumen auf und machen einen Neuanfang.
Das hätte eine Staatskrise bedeutet, glaube ich. Also wenn man das so gemacht hätte, wie Bauer sozusagen jetzt nur im übertragenen Sinne das gemacht hätte, hätte das die deutsche Gesellschaft, glaube ich, total zerrissen. Weil das mit so vielen Fragen konfrontiert hätte, ganz abgesehen von der Beteiligung der Behörden, aber auch mit Bewusstseinsfragen sozusagen in der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, das wäre entweder medial zensiert worden, wenn es da so drei verrückte BAW-Mitarbeiter gegeben hätte, die das hätten durchsetzen können, oder es hätte die deutsche Gesellschaft wirklich zerrissen. Ja, das wäre aber der richtige Umgang, finde ich. Man hätte ein Verfahren machen müssen, wo man sagen müssen, warum inklusive politischer Implikation, aber auf strafrechtlicher Ebene mit den Angeklagten, die dahingehören, nämlich dem ganzen Netzwerk und das ermittelt vorher, warum hat das so weit kommen können und was hat die Nazis in den 90er Jahren eigentlich ausgemacht und was hat der Staat damit zu tun gehabt? Das, glaube ich, hätte die deutsche Gesellschaft, wenn das medial genauso verbreitet worden wäre, wie jetzt auf der Ebene das Verfahren, hätte die deutsche Gesellschaft nicht ausgehalten. Es hätte nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Gesellschaftskrise gegeben, glaube ich. Und deswegen konnte es so ein Verfahren nicht geben. Schon deswegen nicht. Teşekkürler. Hakan, şimdi söz sende. Şimdi tam olarak aslında hani politik olarak görüntülemekten kastın ne olduğu biraz açılırsa müssen wir, glaube ich, müssen Sie noch mal präzisieren, was Sie mit der politischen Ebene meinen, die dieses Verfahren hätte haben sollen. Dann kann ich klarer antworten. Carsten Nilius hat es versucht eben zu beschreiben mit dem wie das unter anderem in seinem Büro diskutiert wird. Wenn man ausgehend von einem gesellschaftspolitischen Verständnis, das jetzt sich orientiert an Demokratie, an Transparenz, an Menschenrechten, an so einen Prozess herangeht, wie das bei Ihnen der Fall ist und wie es bei Herrn Ilius der Fall ist, wie würden Sie sich politisch, sagen wir, wünschen, dass so ein Mordfall aufgearbeitet wird. Vielleicht macht es mehr Sinn zu sagen, gesellschaftspolitisch im Vergleich zu den Widrigkeiten, mit denen Sie konfrontiert worden sind. Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında also ich kann Folgendes sagen. 2004 yılında im Jahre 2004, das habe ich am Anfang erzählt, gab es eine rassistisch geprägte Kampagne gegen Hrant Dink. Die Staatsanwaltschaft hat diesen ganzen Prozess und alle Akteure darin einfach nicht beleuchtet. Das hätte sie aber tun müssen. Die Beteiligung der staatlichen Stellen oder einzelnen Beamten an diesem Mord, die Unterlassungen, das, was sie gemacht haben und so weiter, sind ja alle auf Grundlage einer rassistischen Grundüberzeugung gestehen. Und diese rassistische Grundüberzeugung hätte beleuchtet werden müssen und das hätte auch nachgefragt werden müssen bei den einzelnen Vorgeladenen. Das hätte als ein Grundstein der Anklageschrift aufgegriffen werden müssen. Und ich glaube, dann hätten wir auch ein Scharnier gehabt zwischen dem gesellschaftspolitischen und dem juristischen. Ich glaube, das wäre das, was hätte passieren müssen. Das ist aber, wie gesagt, nicht geschehen. Ja, vielen Dank. Gibt es noch andere Fragen? Wenn nicht mehr, da ganz hinten. Das ist, geht das hier auch wieder nicht? Doch, es geht, danke. Es ist eine Frage an Hakan. Und zwar sprechen Sie immer von Rassismus. Ich denke, es gibt natürlich in der Türkei eine Form von Rassismus gegen Minderheiten generell, die sich verschieden ausprägt, also gegenüber Juden oder Aleviten oder Armeniern oder Nicht-Muslimen. Aber was ich mich wundert, dass Sie in den ganzen Kontext nicht davon gesprochen haben, dass es ja auch gegenüber den Armeniern
Besonderen mit der Verleugnungspolitik bezüglich des Genozids zu tun hat. Also wenn man überlegt, dass an den Schulen dazu Materialien verteilt werden und dass jetzt, also gerade angesichts des 100. Jahrestages, diese ganzen Chanakale-Sachen geplant werden, wollte ich einfach wissen, Sie haben auch am Anfang was gesagt, was mir eigenartig vorkommt. Beide haben Sie gesagt, Hrant Dink wäre ja der gute Armenier, der nicht so nationalistisch ist wie vielleicht andere. Das haben Sie in Klammern mitgesagt. Ich würde gerne noch mal wissen, wie Sie den Zusammenhang zwischen dem Mord und der Verleugnungspolitik sehen. Also zunächst möchte ich Folgendes sagen. Diese Definition von gutem und schlechtem Armenier, wenn ich irgendwas gesagt haben sollte, was das unterstützt, dann tut es mir leid, ich sehe das nicht so. Die erste Gedenkveranstaltung für Hrant Dink wurde am 19. Januar 2008 abgehalten vor der Zeitung Argus. Ich habe mich beteiligt, es hat nachts stattgefunden und ich bin danach nicht mehr hingegangen, denn es ging nicht zuletzt darum, das ist eine Rede von Hrant Dink gab über eine Frau, die im Ausland lebt, die auf ihr Dorf nach Sivas zurückfährt und da stirbt. Man versucht, die Familie dieser Frau zu benachrichtigen. Man schaltet Hrant Dink ein und er findet die Tochter tatsächlich. Und am Ende kommt es zu einem Dialog, wo es darum geht, dass Hrant Dink sagt, die Tochter möchte die Leiche abholen dieser Frau. Und dann sagt dieser Mann aus dem Dorf in Sivas, nein, sie soll hier begraben werden, denn das Wasser ist zurückgekehrt in sein Gefäß. Und es wurde immer nur erzählt, was für ein Mensch oder Ding ist, der dieses Land, diesen Boden so sehr geliebt hat, dass er sich nicht trennen wollte. Und da habe ich wirklich gedacht, na, wenn das aber ein schräger Typ gewesen wäre, wäre das dann okay geworden, den zu ermorden, wenn er jemand gewesen wäre, der die anatolische Erde oder sein Land nicht geliebt hätte, wären wir dann nicht zu dieser Gedenkveranstaltung gekommen, hätten wir nicht protestiert. Und das hat mich sehr, sehr gestört, denn ich glaube, einen Menschen so zu bewerten als guten oder schlechten Menschen, das kann man, darf man nicht an dem Maßstab machen, ob er sein Land geliebt hat oder nicht. Und diese Sache mache ich nicht mit. Deswegen bin ich auch nicht jemand, der von guten und schlechten Armeniern spricht. Und wenn ich irgendwas gesagt haben sollte, was Ihnen dazu Anlass gibt, das so zu verstehen, dann tut es mir leid. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich spreche aus einer anderen Position. Also, es gibt ein Ermittlungsverfahren, das läuft. Es müssen Beweise gesammelt werden. Und wenn das alles geschehen ist, am Ende werden wir wieder die Möglichkeit haben, zu sprechen. Auf Grundlage dieser ganzen Beweise. Und dann werde ich gucken, worum es gegangen ist und welche Querverbindungen gibt. Und das werde ich dann versuchen zu thematisieren. Ich möchte die konkrete Wahrheit erfahren. Ich möchte, dass alle Beweise gesammelt werden und dass diese konkrete Wahrheit dann diskutiert werden kann. Und dann habe ich einiges zu sagen. Aber zunächst muss dieses Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden. Der Beweisaufnahmeprozess muss abgeschlossen werden, bevor ich dazu was sagen kann. Okay, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, können wir die Diskussion hier im Saal abschließen. Vielen Dank, dass Sie alle da waren, dass ihr alle da wart. Grundsätzlich
Ich möchte mich zunächst bei unseren Gästen bedanken, dann bei Ihnen, bei euch, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch ans Theatrum, dass Sie uns heute Abend hier zu Gast hatten, an unsere Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch. Und jetzt noch eine kleine Ansage. Die Veranstaltungsreihe Inside NSU ist natürlich noch nicht zu Ende, die geht weiter. Unsere vierte Veranstaltung wird mit einem Beispiel aus Griechenland weitergehen. Es geht um militante Neonazis in Griechenland und in Deutschland am 24. Juni an der Urania. Wir hoffen, dass wir mit diesen verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Ländern und mit den Fragen, die wir stellen, auch neue Antworten bringen können durch den internationalen Vergleich. Insofern hoffe ich, dass die heutige Veranstaltung erfolgreich war. Vielen Dank fürs Zuhören.